So, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie gemeinsam mit meinen Ministerkollegen aus den Ländern. Franz Untersteller, der weg muss, weil er seinen Flieger erreichen muss. Der Kollege Lies aus Niedersachsen und der Kollege Pinkwart aus Nordrhein-Westfalen. Hinter uns liegen 2,5 Stunden intensiver Diskussion mit allen Beteiligten zum Thema Windkraftausbau. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Energiewende, dass wir alle Beteiligten am Tisch hatten, die Vertreter der Windkraftindustrie, wo viele tausend Arbeitsplätze geschaffen wurden in den letzten Jahren, die Vertreter der Windkraftgegner auch, der Bürgerinitiativen, die sich gebildet haben, die Vertreter der Bundesländer, die Vertreter wichtiger Verbände und auch die Bundesregierung mit allen zuständigen Ministerien. Wir waren uns einig, dass wir wollen, dass die Energiewende als wichtiger Teil unserer Strategie für Klimaschutz und gegen Erderwärmung zum Erfolg geführt wird. Die bisherige Geschichte der Energiewende ist eine Erfolgsgeschichte. Wir haben allein in den letzten 7 Jahren den Anteil erneuerbaren Stroms in den Netzen und im Stromverbrauch von 21 auf jetzt 44% gesteigert. Wir haben erlebt, dass der Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen sehr beschleunigt wurde und wieder in Gang gekommen ist. Wir erleben aber auch, dass die Windenergiebranche, wenn es um Windräder und Windkraftanlagen an Land geht, sich im Augenblick in schweren Problemen befindet. Nach Rekordausbau in den Jahren 2017 und 2016 ist der Ausbau von Windenergieanlagen an Land im Jahre 2018 auf ein durchschnittliches Niveau zurückgegangen und im Jahre 2019 ist er sehr stark eingebrochen. Und wir werden wahrscheinlich mit Mühe und Not 50% der Ausbauzahlen des letzten Jahres erreichen. Dies, obwohl wir in diesem Jahr so viele Windräder und Windparkanlagen ausschreiben werden, wie noch nie zuvor, nämlich seit wir diese Ausschreibungen haben. Wir hatten bisher 10 Ausschreibungsrunden. Wir werden in diesem Jahr rund 4.000 Megawatt Windkraftanlagen ausschreiben. Aber die Ausschreibungsrunden im ersten Halbjahr haben uns gezeigt, dass die Angebote, die gemacht werden, das heißt die abgegeben werden, nicht ausreichend sind, um alle möglichen Zuschläge zu erfassen. Wir haben eine Unterdeckung. Und diese Unterdeckung geht, da waren sich alle Beteiligten einig, wesentlich darauf zurück, dass die Zahl der genehmigten Standorte sehr stark zurückgegangen ist. Die Genehmigungsverfahren haben sich verlängert und es wird mehr geklagt. Und deshalb ist es so, dass wir daran interessiert sind, dass wir einen großen Konsens zustande bringen, wie uns das beim Atomausstieg gelungen ist, wie uns das auch beim Kohleausstieg gelungen ist, einen Konsens mit den Betroffenen vor Ort, mit den Arbeitsplätzen, mit den Beschäftigten, mit der Industrie, aber auch mit den Bundesländern über die Frage, wie man den Ausbau der Windenergie so gestalten kann, dass wir unsere Ziele, insbesondere auch das Ziel von 65% Erneuerbaren bis 2030 erreichen können und dass wir trotzdem die Akzeptanz für die Windenergieanlagen erhöhen. Wir haben einen wichtigen Schritt gemacht im letzten Jahr, als wir beschlossen haben, Transponderlösungen verpflichtend vorzuschreiben für Flugzeuge, damit die Befeuerungsanlagen der Windräder nur noch dann leuchten, wenn Flugzeuge im Anflug sind und nicht die ganze Nacht. Das ist ein Element, wie man Akzeptanz erhöhen kann. Über weitere wird zwischen den Fraktionen diskutiert. Wir haben zum Schluss uns darauf verständigt, dass wir in den nächsten Wochen aufgrund der eingereichten Stellungnahmen der heutigen Diskussion und mit weiteren Gesprächen mit allen Beteiligten diejenigen Punkte ermitteln werden, die wir konkret angehen und verändern müssen. Wir wissen, dass es für viele Unternehmen höchste Zeit ist, dass die Perspektiven und die Erwartungen sich konkretisieren. Die deutsche Windenergiebranche ist nicht nur im Inland wichtig, sie hat auch eine sehr, sehr starke Stellung auf den Weltmärkten. Und wir möchten, dass diese Branche erhalten bleibt und dass sie eine Zukunftsperspektive hat. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen. Es war heute keine Frage von parteipolitischen Positionen, sondern es war das Bemühen, zu einem gemeinsamen Konsens zu kommen. Jetzt hat Franz Untersteller das Wort.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Peter Altmaier, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Ausbau der Windenergie ist kein Selbstzweck, sondern ist Bestandteil der Energiewende. Und die Energiewende ist auch kein Selbstzweck, sondern sie ist Bestandteil, um die Klimaschutzziele, die die Bundesregierung sich gegeben hat und die Bestandteil von internationalen Abkommen auch sind, einzuhalten. Von daher haben wir meines Erachtens überhaupt keine Wahl, insbesondere in einem Industrieland, weil hinter Steckdosen braucht es auch Erzeugung. Und jetzt mal gesprochen aus der Sicht von Baden-Württemberg, wenn ich ein Bundesland habe, wo ich 78 Milliarden Kilowattstunden Verbrauch im Jahr habe, der Atomenergieausstieg dazu führt, dass bei uns 50% weggehen, der Kohleausstieg, wir sind der zweitgrößte Steinkohleverbraucher, auch dazu führt, dass Kapazitäten weggehen, dann brauche ich neue Kapazitäten. Und das kann logischerweise nur sein, weitgehend CO2-freie Erzeugung. Und CO2-freie heißt dann, Peter Altmaier weist immer darauf hin, möglich kostengünstig, dann ist es die Photovoltaik und ist es die Windenergie. Und bei der Windenergie ist es so, dass wir die letzten 3 Jahre zwischen 16 und 18 300 Anlagen gebaut haben und im ersten halben Jahr 2019 null Anlagen in Baden-Württemberg. Und das heißt, dass man hier dringend die Dinge ändern muss. Und da ist ja Baden-Württemberg keine Ausnahme zum Rest der Bundesrepublik. Wir haben 1550 Anlagen im Jahr 2016 gebaut und in diesem ersten Halbjahr bundesweit 89 Anlagen. Das gefährdet eine ganze Industrie, die sich neu aufgebaut hat. Es geht um zigtausende von Arbeitsplätzen, die schon abgebaut wurden und die noch drohen, abgebaut zu werden. Und von daher ist es für mich eine ganz zentrale Frage, dass wir hier sehr schnell zu Maßnahmen kommen, die Dinge hier wieder ins Laufen bringen. Was muss meines Erachtens passieren? Wir brauchen mehr Flächen für den Ausbau der Windenergie in Deutschland. Hier sollte sich der Bund mit den Ländern zusammensetzen, um auch hier über einen Rahmen zu reden, die der Bund meines Erachtens auch vorgeben sollte. Wir brauchen eine Vereinfachung von Genehmigungsverfahren. Es kann einfach nicht sein, dass wir heute Genehmigungszeiten haben, 5, 6 Jahre, ähnlich wie früher bei Atomkraftwerken, sondern hier müssen wir wieder zu vernünftigen Regelungen kommen. Und dazu braucht es insbesondere eine Straffung von Genehmigungen. Es braucht auch Dinge, wie dass der Bund sich auch mit der Bundeswehr, mit der Flugsicherung, mit dem Deutschen Wetterdienst und so weiter zusammensetzt über die Frage, was sind eigentlich vernünftige Abstandsregelungen und was sind Abstandsregelungen, die sich eigentlich bei der Windenergie so nicht begründen lassen. Und das gilt insbesondere bei denjenigen, die ich gerade genannt habe, sowohl Flugsicherung als auch Bundeswehr, als auch Deutscher Wetterdienst. Da habe ich für manche Dinge, die da laufen, wirklich nicht viel Verständnis. Der Stellenwert der Windenergie bei der Abwägung mit anderen Belangen, der muss meines Erachtens gestärkt werden. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite uns einig sind, dass der Klimaschutz wichtig ist und dass wir den Klimaschutz voranbringen müssen. Wenn wir der Meinung sind, dann muss der Klimaschutz dann aber auch in der Abwägung mit anderen öffentlichen Belangen eine Priorität eingeräumt bekommen. Und das wiederum bedeutet, dass dann auch der Ausbau der erneuerbaren Energien eine gewisse Priorität hat. Und das ganze Gerede, will ich auch mal sagen, über Mindestabstände, ich kann es nicht mehr hören. Wozu sind Abstände da? Abstände sind dazu da, dass gesetzliche Anforderungen eingehalten werden. Und gesetzliche Anforderungen heißt, dass Lärmschutz eingehalten ist, dass Infraschall eingehalten ist, dass Schattenwurf eingehalten ist. Dann ist es das aber auch. Und dann kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch genehmigungsrechtlich vor Ort mit Planungen dann nach oben hin abweichen. Aber ich kenne es so, dass bei den 700 Meter, die wir in Baden-Württemberg mindestens vorgeben, dass da dabei diese Anforderungen eingehalten sind. Last but not least, wenn der Windenergieausbau hoffentlich wieder anzieht, dann ist es auch notwendig, dass man berücksichtigt, dass der Kollege Lies und andere in Schleswig-Holstein niedrigere Kosten haben in den Ausschreibungen als ich in Baden-Württemberg. Die Türme bei mir sind 20, 30 Meter höher. Ich muss den Berg rauf. Olaf Lies hat nicht so viele Berge. Und von daher gesehen, ich habe einen höheren Aufwand und ich gehe mit höheren Kosten rein. Und das heißt, ich brauche entweder eine Quote im Süden oder ich brauche eine Bonusregelung. Bis zur Einführung des Ausschreibungsverfahrens hatten wir südlich der Mainlinie ein Ausbauvolumen von 22%. Im Moment haben wir noch ein Volumen von etwa 9-10%. Und das kann nicht funktionieren. Wenn im Süden die Kapazitäten weggehen, dann brauchen wir auch im Süden einen Aufbau von neuen Kapazitäten. Oder wir brauchen dann noch mehr Netzausbau. Ob das kostengünstiger ist, will ich mal dahingestellt lassen. Ich persönlich glaube das nicht. Also von daher ist das wichtig. Es ist, um ein Fazit zu ziehen, aus meiner Sicht Aufgabe der Bundesregierung, wesentliche Teile dieser Dinge, die ich angesprochen habe, wirklich zeitnah umzusetzen, auch um eine Industrie in Deutschland zu retten, die wir neu aufgebaut haben. Und wenn dies nicht gelingen sollte und wenn man das nicht angeht, dann frage ich mich, wie man sich das 65%-Ziel für die Erneuerbaren, das man sich ja gesetzt hat, das ich gut finde seitens der Bundesregierung,
das, wie man das einhalten will. Und von daher, meine Bereitschaft ist da, hier mitzuwirken daran, wie man hier zu vernünftigen Lösungen kommt, um die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, um vernünftige Lösungen auch in der Diskussion um Artenschutz, Windenergie hinzubekommen und all die anderen Fragen. Aber ich glaube, dass es wirklich dringend ist, dass wir das machen, weil ansonsten geht es wirklich ans Eingemachte bei vielen großen Windkraftunternehmen, die wir haben, aber auch bei der Zulieferindustrie, die ich auch in Baden-Württemberg habe. Herzlichen Dank. Olaf Lies. Ja, vielen Dank. Zunächst mal möchte ich mich beim Bundesminister Altmaier bedanken, dass wir diese Runde gemacht haben. Das ist nur ein Auftakt. Also wir liefern jetzt keine fertigen Ergebnisse, die morgen umgesetzt und übermorgen dann zum sofortigen Ausbau führen. Aber ich glaube, der Auftakt, den wir jetzt gemacht haben, gemeinsam, ist der richtige Weg. Wir haben einmal schon bewiesen, dass das erfolgreich funktionieren kann. Das ist beim Thema Netzausbau, wo wir, glaube ich, konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht haben. Deswegen würde ich sehr dafür plädieren, dass wir den gleichen Weg gehen. Bund und die Länder gemeinsam mit den Verbänden, die wir dafür brauchen, arbeiten daran, die Punkte, die wir konkret hier erarbeitet haben und die auf dem Tisch liegen, auch umzusetzen und auch zu belegen. Das, glaube ich, ist dabei ganz wichtig und deswegen ist das der richtige Anfang. Und es zeigt sich auch, dass es keine Nord-Süd-Frage ist. Darauf müssen wir auch wegkommen, zu glauben, der Norden will nur Wind und der Süden will nicht. Wir brauchen vernünftige Lösungen, die überall greifen. Vorweg möchte ich sagen, das ist kein großes Experiment, was wir da machen. Manchmal hat man den Eindruck, dass man sagt, wieso, das ist ja ganz nett mit dem Ausbau der Erneuerbaren, aber ihr könnt es doch lassen, ihr habt doch Lösung. Das ist kein Experiment, sondern wir haben die Verantwortung für die folgenden Generationen, Klimaschutzziele zu erreichen. Und es ist auch keine Botschaft, die ich immer wieder höre, die dann heißt, naja, komm, ob ihr die in Deutschland erreicht oder nicht, damit werdet ihr das Weltklima nicht retten. Wir müssen der Motor dafür sein. Wir müssen der Motor für einen weltweiten Klimaschutz sein, weil wir in Deutschland aufzeigen können, dass die Lösungen, die wir haben, sowohl ökologisch dazu führen, die Emissionen zu reduzieren, auch ökonomisch dazu führen, dass die Wirtschaft davon profitiert und sozial bedeuten, dass Beschäftigung in unserem Land gesichert ist. Das muss die Botschaft sein. Und wenn wir das erfolgreich machen, wenn eine Industrienation wie Deutschland erfolgreich in eine CO2-freie Gesellschaft sich wandelt und CO2-freie Industrie sicherstellt, dann ist das genau das Modell, das andere Länder dieser Erde übernehmen werden. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, wird das aber scheitern. Und dann scheitert nicht der Klimaschutz in Deutschland. Dann scheitert am Ende der Klimaschutz weltweit. Und deswegen haben wir in Deutschland eine besonders hohe Verantwortung dafür und eine besonders auch intensive Verantwortung für den Klimaschutz. Wir in Niedersachsen sind jetzt auf dem Weg, auch den Klimaschutz in die Verfassung aufzunehmen. Auch eine Gleichrangigkeit der Bedeutung des Klimaschutzes zu den anderen Fragen, die es zu klären gibt, auch wirklich zu setzen. Das finde ich ist ein vernünftiger Weg. Und der Ausbau der Erneuerbaren spielt dabei eine Rolle, weil Klimaschutz ist für einige ganz gesetztes Thema. Sonntags sind sie groß begeistert vom Klimaschutz und alltags vergessen sie, dass zum Klimaschutz auch der Ausbau der Erneuerbaren gehört. Und den Ausbau der Erneuerbaren wird man auch sehen. Man wird den Netzausbau sehen, man wird den Ausbau der Erneuerbaren sehen, aber wir sehen nicht Vergangenheit, wir sehen Zukunft. Wir sehen nicht Belastung, wir sehen Chance. Also in Klimaschutz und im Ausbau der Erneuerbaren eine Chance zu sehen, bedeutet, und das ist einer der ersten Punkte, eine gesellschaftliche Akzeptanz und Begeisterung für Klimaschutz und Energiewende auch zu zeigen und zu entwickeln und auch positiv rauszugehen und nicht denen, die ständig Querulanten und Gegner sind, weil sie aus persönlicher Betroffenheit ablehnen, dass wir das Thema Klimaschutz auch ein Stück weit mit ihrer Belastung, nämlich der Windenergieanlage in ihrem Umfeld realisieren, dass wir denen das Wort allein überlassen. Wir leben im Moment in einer Gesellschaft, wo die Kritiker und Gegner am lautesten wahrgenommen werden und die Befürworter, die in der größten Zahl sind, stumm zuschauen. Und ich glaube, dass wir beim Thema Klimaschutz gelernt und gesehen haben, dass wir einen großen Teil haben, der mutig ist und seine Meinung sagt. Und ich würde mir wünschen, dass die sozusagen den Klimaschutz auch wirklich ganz konkret zur Seite stehen und ihn unterstützen, dass die auch unserem Ziel, dem Ausbau der Erneuerbaren, zur Seite stehen. Sonst werden wir nämlich zum Aussteigerland, steigen aus Kernenergie aus, steigen aus Kohle aus. Den einigen geht es gar nicht schnell genug, die würden auch morgen noch aus Gas aussteigen. Aber als Aussteigerland werden wir nicht erfolgreich sein. Wir müssen Einstiegs- und Ausbauland werden und darum geht es vor allen Dingen um das Thema der erneuerbaren Energien. Das wird eine der großen Fragen sein und wir müssen dabei denken, dass eine der Diskussionen der Vergangenheit nicht mehr passt. Wir haben Energiewende als Stromwende betrachtet und nur in Strom diskutiert. Und deswegen kommt immer die Debatte, der Netzausbau geht nicht voran, dann kann ich die Energiewende nicht voranbringen. Die Stromwende 2.0 ist geprägt nicht davon, Strom durch Strom zu ersetzen. Sie ist davon geprägt, in Sektorkopplung zu denken. Sie ist davon geprägt, dafür zu sorgen, dass ich nicht nur den Strom, das Stromsegment betrachte, sondern natürlich auch über nicht nur Elektronen, sondern Moleküle rede, also auch über Stoffströme, über grünes Gas rede. Das heißt, wir werden dafür sorgen müssen, dass in den Regionen, in denen wir heute sagen, da habt ihr doch eigentlich zu viel Erneuerbare und die Netze gehen nicht voran, Modellland werden, Modellregionen werden für den Ausbau der Sektorkopplung. Die werden wir überall brauchen und wir müssen an einer Stelle konkret anfangen, um zu zeigen, dass es geht
Und dass das nicht einfach nur der Versuch ist, irgendwie den Strom loszuwerden, sondern dass es die Grundlage dafür ist, Mobilität, Wärme und Industrie CO2-frei zu gestalten und dass das einen Wert dafür hat. Den Wert muss sozusagen diese CO2-Freiheit auch bekommen. Das werden wir, glaube ich, in Zukunft noch viel intensiver erleben. Und wir haben eine weitere Auswirkung, die dramatisch ist. Es trifft die Beschäftigung. Auch in einem Land wie Niedersachsen, in dem das Thema der Windenergie eine besonders große Rolle spielt, spüren wir jetzt schon mit vielen Arbeitsplätzen, die verloren sind, welche Auswirkungen das hat. Die IG Metall hat in ihrer Studie dargestellt, dass 45% seit 2016 über 70.000 Beschäftigungsverhältnisse verloren gegangen sind. Das nehmen wir nicht so wahr, weil die Welt gerade so schön ist und die Wirtschaft gerade gut funktioniert und alle glauben, naja, wer heute die Arbeit hier verliert, wird morgen dann eine neue finden. Aber in der Zukunftsbranche, die wir brauchen, Arbeitsplatzverluste zu haben, Unternehmen zu haben, die sozusagen in Konkurs gehen, weil sie nicht mehr produzieren können. Und ohne den Leitmarkt Deutschland wird man in Deutschland nicht produzieren, dann wird man weltweit produzieren, aber da sind die Arbeitsplätze in Deutschland verloren gegangen. Das passt nicht in die Zeit und wir haben auch eben in den Gesprächen daran erinnert, das ist das, was wir bei der Photovoltaik schon erlebt haben. Zehntausende von Arbeitsplätzen, die verloren gegangen sind, weil wir geglaubt haben, wieso, wir können es doch, alles ist gut. Und hier müssen wir dafür sorgen, dass auch dadurch, dass wir alle Rahmenbedingungen setzen, der Ausbau der Windenergie und damit eben auch die Sicherstellung und Wiederbeschäftigung der Kolleginnen und Kollegen auch gesichert ist. Und deswegen brauchen wir mehr Akzeptanz, nicht nur mit schönen Worten, sondern Akzeptanz durch Teilhabe. Akzeptanz durch Teilhabe heißt, wir brauchen Bürgerbeteiligung. Dazu gehört das Thema Bürgerwindenergieparks, Demokratisierung der Energieerzeugung. Das heißt, das, was wir mal versucht haben, was nicht gelungen ist, über zum Beispiel die De Minimis-Regelung zu lösen, 6x3 Megawatt, wenn möglich. Und damit könnten wir Bürger vor Ort direkt beteiligen. Wir brauchen Teilhabe der Kommunen mit den 2% Abgaben am Gesamtumsatz, um sicherzustellen, dass auch in der Kommune Akzeptanz dafür da ist, dass man auf der einen Seite die Windenergie hat und auf der anderen Seite den grünen Strom für die anderen Regionen produziert. Das ist auch die Frage, wie ich ländliche und städtische Regionen weiterentwickle. Von der Windenergie, wenn ich das so organisiere, profitiert der ländliche Raum. Von der erzeugten Energie profitiert der städtische Raum. Und der Ausgleich, den ich schaffen muss, der sorgt dafür, dass ich auch mehr Geld, nämlich diese 2%, in der ländlichen Struktur in den Kommunen lasse. Deswegen halte ich das als weiteren für einen ganz entscheidenden Punkt, den wir voranbringen müssen, um mehr Akzeptanz zu haben. Wir müssen bei den Genehmigungen schneller werden. Das ist immer leicht gesagt. 50% aller Genehmigungsverfahren, die vor Gericht liegen, sind wegen Artenschutz beklagt. Und auch darüber haben wir gesprochen. Artenschutz ist wichtig, das steht außer Frage und über allem liegt die europäische Richtlinie. Aber Klimaschutz ist auch Artenschutz. Wenn wir die Klimaschutzziele nicht erreichen, dann passiert das mit den Wäldern, was gerade passiert. Die sterben nämlich in großen Teilen ab. Und wenn das passiert, passiert es auch in anderen Regionen, weil Arten verschwinden, weil die Entwicklung der Region ganz anders ist, als sie eigentlich mal ursprünglich in unserer Kulturlandschaft war. Und deswegen muss man beim Thema Artenschutz andere Lösungen finden. Sich darauf konzentrieren, zu sagen, so sind wirklich Räume, wo in verdichteter Form Arten besonderer Schutzfunktion da sind. Oder wo sind in Räumen einzelne Tiere dieser Art, weil es geht um Artenschutz, nicht um Individuenschutz, wo ich mit den gesetzlichen Möglichkeiten, die ich im Bundesnaturschutzgesetz nach § 45.7 habe, auch Ausnahmen definieren kann. Und dann kann ich da auch vernünftig mit umgehen. Wir müssen dahin kommen, auch gesellschaftlich, dass Artenschutz und Naturschutz nicht plötzlich erkannt wird, als gute Chance im Klagewege Windenergieausbau zu verhindern. Denn so viele Natur- und Artenschützer, wie wir heute beim Thema Gegner der Windenergie haben, sind mir vorher nicht so aufgefallen, will ich mal offen sagen. Also da scheint es ja ein deutliches Interesse daran zu geben, das Thema zu nutzen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir an der Stelle auch die Strukturen schaffen, damit die Genehmigungsverfahren auch schneller gehen. Das hat viel damit zu tun, dass wir die unteren Naturschutzbehörden, die bei uns Genehmigungsträger sind, auch in die Lage versetzen, mit Rahmenbedingungen, die wir dann erarbeiten, mit Leitfäden, die nicht 16 Mal unterschiedlich sind und mit dem 17. Leitfaden auf Bundesebene nochmal verglichen werden, zu synchronisieren. Wir brauchen in Deutschland Strukturen, gerade beim Thema Artenschutz und bei der rechtlichen Umsetzung, die möglichst bundeseinheitlich ist. Da werden wir ein bisschen drüber streiten müssen, aber das ist der vernünftige Weg, den wir haben und den wir gehen müssen. Und ich hoffe, dass wir an einer anderen Stelle, und die haben wir heute sozusagen als Low-Hanging Fruits betrachtet, schnell vorankommen. Das trifft nicht den Bundesminister, den wir da, glaube ich, ganz eng an unserer Seite haben. Das ist das Thema der Drehfunkfeuer, der Luftsicherheit. Gegen Flug- oder Luftsicherheit hat kein Mensch was. Absolut nicht. Aber wenn wir uns an europäische Standards halten würden und von diesen Drehfunkfeuern 10 Kilometer Abstand halten würden, dann würde auf einen Schlag 5 Gigawatt mehr Windenergie in Deutschland und davon 1 Gigawatt allein in Niedersachsen möglich sein. Also lasst uns doch bitte vernünftige Rahmenbedingungen setzen, dass der Ausbau der Windenergie nicht an allen Stellen, die sich gerade zeigen, künstlich gebremst werden, sondern dass wir diese Dinge voranbringen. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank an den
Bundesminister für den Dialog und lasst uns bitte gemeinsam in der Struktur, wie wir das bei dem Netzausbau schon geschafft haben, konkret in die Arbeit gehen. Die nächste Energieministerkonferenz findet im Dezember hier in Berlin statt und unser Ziel muss sein, zu den Punkten dort, wo es geht, konkrete Maßnahmen vorzulegen. An der einen oder anderen Stelle wird das möglicherweise auch bedeuten, dass wir ans ein oder andere Gesetz ran müssen. Vielen herzlichen Dank. Last but not least, Andreas Pinkwart. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Altmaier, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit Sie sehen, es gab eine Bandbreite auch in der inhaltlichen Diskussion, vielleicht ein wenig differenzierter aus meiner Sicht. Im Ziel sind wir uns einig. Wir wollen die Klimaschutzziele erreichen. Wir brauchen den Umbau des Energiesystems, deswegen brauchen wir die Erneuerbaren. Aber ich füge hinzu, damit wir nicht das erleben, was wir über Jahrzehnte schon erlebt haben, dass immer das, worauf wir gerade gesetzt haben, morgen nicht mehr gewollt ist von der Bevölkerung, müssen wir sehr darauf achten, dass wir auch bei den Erneuerbaren die Akzeptanz von vornherein mit im Blick behalten. Deswegen war es auch so wichtig, und ich bin Herrn Altmaier dankbar, dass eben auch die Bürgergruppen hier mit eingeladen worden sind und wir auch die Aspekte, und das sage ich mal als Liberaler, von Natur, Schutz und Tierschutz hier auch angemessen berücksichtigen. Im Übrigen muss ich das als Wirtschaftsminister Nordrhein-Westfalen permanent. Wenn die Industrie gewisse Aktivitäten entfaltet, dann habe ich mit den Themen genauso zu tun und dort geht es um ähnliche Arbeitsplätze, wie wir sie hier auch haben. Ich rate deshalb sehr, in der jetzt anstehenden Diskussion, ich habe das auch heute Nachmittag gesagt, zu Maß und Mitte. Ich glaube, dass die Bürgerinitiativen, die Naturschutzverbände auch wissen, dass wir für den Klimaschutz etwas tun müssen. Das weiß auch die Bevölkerung. Wir müssen sie dabei mitnehmen. Ich würde deshalb nicht mich verbeißen beim Thema Naturschutz und Artenschutz und dort das Hauptaktivitätsfeld suchen, sondern ich würde pragmatischer vorgehen. Und das hat Herr Altmaier schon deutlich gemacht. Das ist auch durch die beiden Kollegen genannt worden. Wir haben viele Felder, wo wir wirklich für Windenergie mehr tun könnten, und zwar sehr praktisch. Ob das beim Drehfunkfeuer ist, wo wir die Distanz von 15 auf 10 Kilometer verkürzen würden, würde uns in Nordrhein-Westfalen sofort helfen, fast 1000 Megawatt zu realisieren, ohne dass wir in die Naturstärke eingreifen müssten. Wir haben das Thema Repowering in der Regionalplanung. Wir setzen in Nordrhein-Westfalen sehr auf Repowering. Dadurch könnten wir einen erheblichen Teil des Windausbaus, den wir planen in unserer Energieversorgungsstrategie, für die nächsten Jahre realisieren. Das ist im Baugesetzbuch des Bundes enthalten für die Kommunen, aber die Regionalplanung ist dort noch nicht vorgesehen. Das könnten wir aufnehmen. Das würde bundeseinheitlich uns helfen, beim Repowering auch besser voranzukommen. Der Kollege Lies hat das bereits angesprochen, dass auch die Bundeswehr, die in der Vergangenheit, das will ich übrigens lobend hervorheben, sich ja auch sehr pragmatisch gezeigt hat im Umgang mit Windanlagen, dass wir mit der Bundeswehr ins Gespräch kommen. Die Anlagen sind höher geworden und dann müssen sich auch die Regeln bei der Bundeswehr anpassen. Das sollten wir suchen. Auch das würde Nordrhein-Westfalen schon fast wieder 1000 Megawatt zusätzlich zu ermöglichen, ohne dass wir tiefer in andere Themen eingreifen müssten. Lassen Sie mich einen anderen Punkt sehr praktisch ansprechen. Das sind die Ausschreibungsbedingungen, das Ausschreibungsdesign. Dass wir bundesweit so eingebrochen sind, hatte doch auch mit dem leider falschen Ansatz des Ausschreibungsdesigns 2017 zu tun. Damals glaubte man, mit den Bürgerwindparks hätte man eine Lösung und hat geglaubt, man würde ihnen helfen, indem man ohne Genehmigung sie an der Ausschreibung hat teilnehmen lassen. Das hat zu einem ganz massiven Einbruch bundesweit geführt. Wir haben damals Nordrhein-Westfalen im Bundesrat dann eine Initiative eingebracht, damit das schnell geändert wird. Das hat die Bundesregierung aufgegriffen, aber es sind uns dadurch 2 Jahre verloren gegangen und der gesamte Windausbau ist dadurch leider sehr stark eingebrochen. Das müssen wir vermeiden. Das heißt, wenn wir jetzt an Regelungen herangehen, müssen wir sehr sorgfältig auch prüfen, dass wir nicht das Gegenteil von dem erreichen, was wir wirklich wollen, nämlich mit Augenmaß die Windenergie dort, wo sie auch für Natur und Mensch akzeptabel ist, auch auszubauen. Wir könnten beim Ausschreibungsdesign zum Beispiel sehr lebenspraktisch dafür sorgen, dass die Fristen für Penalen und des Zahlungsanspruchs unabhängig von der Dauer von Klageverfahren mit der Zuteilung des Zuschlags beginnen. Dadurch hätten wir die Chance, dass viele genehmigte Anlagen, die jetzt beklagt sind, trotzdem an Ausschreibungen teilnehmen könnten und dann auch eine Realisierungschance bekommen. Das würde uns sehr helfen. Wir wollen jedenfalls,
das auch in die weitere Beratung mit einbringen. Zu den Abstandsregelungen. Aus meiner Sicht ist es gut, dass wir in den Ländern unterschiedliche Regelungen haben, denn wir haben unterschiedliche Bedingungen in den jeweiligen Ländern. Wir zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen sind ein sehr dicht besiedeltes Land. Wir haben eine hohe industrielle Dichte. Wir haben nur wenige Räume, auch für die Menschen, wo sie noch eine intakte Landschaft antreffen. Und dann ist es auch sachgerecht, dass wir mit anderen Abständen möglicherweise arbeiten als Bundesländer, in denen die Landschaft bislang in ganz anderer Weise noch nicht in Anspruch genommen worden ist. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass es die Länderöffnungsklausel wieder gibt und jeder eine angemessene Abstandsregelung auch vornehmen kann, die dann hilft, dass wir Rechtssicherheit in die Verfahren bekommen und dass wir möglichst schnelle Entscheidungen bekommen. Wofür wir uns sehr einsetzen, das tun wir sowieso in Nordrhein-Westfalen, ist, dass wir bei Planungsverfahren, bei Genehmigungsverfahren deutliche Beschleunigung erzielen. Da hilft uns vielfach die Digitalisierung, da hilft uns sehr, dass wir die personellen Ausstattungen in den Bezirksregierungen verstärken. Das wollen wir hier ganz klar tun, denn wir wollen die Erneuerbaren ausbauen, beim Wind, bei der Photovoltaik und auch bei den Speichern. Und ein weiterer, aus meiner Sicht sehr wichtiger Punkt, der klang an, aber das muss hier nochmal unterstrichen werden, die Dinge hängen ja miteinander zusammen. Sektorenkopplung wird es nur geben, wenn wir auch das Steuer- und Abgabensystem im energiewirtschaftlichen Bereich so harmonisieren, dass Anreize hinreichend bestehen zur Sektorenkopplung. Und wir brauchen die Vernetzung des Netzausbaus mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Wir jedenfalls aus nordrhein-westfälischer Sicht würden uns sehr wünschen, wenn der Deckel für Offshore wegfallen oder angehoben werden könnte. Das setzt aber einen Netzausbau voraus. Und da bin ich auch Herrn Altmaier sehr dankbar, dass wir seit einem Jahr erstmalig, muss man sagen, dieses enge Controlling beim Netzausbau haben. Also hier müssen wir eben die Dinge auch zusammenführen und auch die Unterstützung der Bevölkerung doch erbitten, dass beides zusammengefügt wird. Wir jedenfalls in Nordrhein-Westfalen setzen sowohl auf den Ausbau Wind- und Photovoltaik im eigenen Land als auch auf Offshore und unterstützen den entsprechenden Leitungsausbau. Das muss nicht nur Strom sein, das kann auch Wasserstoff sein, das ist nicht die Frage, aber wir brauchen natürlich auch die verlässliche Stromlieferung. Und das brauchen ja auch die Kollegen in Süddeutschland. Und da wird der Strom ja bei uns auch entsprechend durchgeleitet. Das heißt, dieses müssen wir auch zusammenbringen. Wir können uns genauso vorstellen, dass auch der Deckel bei der Photovoltaik angehoben wird. Auch das würde uns sehr helfen, beim Ausbau der Erneuerbaren zügig voranzukommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Baron wird jetzt die Fragen annehmen und Ihnen das Wort erteilen. Herr Altmaier, ich habe das richtig verstanden, es gibt jetzt keine konkreten Ergebnisse, sondern das ist der Auftakt eines Dialogs. Was sind denn jetzt die vorrangigsten Punkte? Und wenn Sie jetzt den Ball von Herrn Lies aufnehmen, Energieministerkonferenz im Dezember. Herr Lies, was wären da so Punkte, die bis dahin angegangen sein müssten? Und Herr Altmaier, nochmal eine Frage. Herr Pinkfeld hat jetzt wieder gesagt, Öffnungsklausel, Länder, Abstandsregelung. Wie stehen Sie dazu? Also, es ist falsch, dass es keine Ergebnisse gibt. Wir haben erst einmal ein umfassendes Bekenntnis zum Klimaschutz und zur Erreichung der Ziele der Energiewende. Zweitens, wir haben uns darauf verständigt, dass wir gemeinsam mit den Koalitionsfraktionen bis zum Herbst, das heißt jetzt in den nächsten Wochen, die gesetzgeberischen Initiativen ergreifen, die notwendig sind, um das 65% Ausbauziel bis 2030 gesetzlich zu verankern. Wir werden in dem Zusammenhang auch über Akzeptanzmaßnahmen, über zusätzliche Akzeptanzmaßnahmen zu entscheiden haben. Dabei ist das Thema von Abstandsregelungen ein wichtiges, das nicht nur für Herrn Pinkwart, sondern auch für meine Fraktion wichtig ist. Das muss aber so gelöst werden, dass konkrete praktische Probleme in großer Nähe zur Ortsbebauung vernünftig gelöst werden und trotzdem die Ziele der Energiewende und des Windausbaus erreicht werden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das wird sicherlich noch harte Gespräche geben, aber das soll zügig entschieden werden. Und wenn wir das 65%-Ziel verankern, dann müssen wir auch festlegen, wie viel davon auf Wind an Land, Wind auf hoher See und auf Photovoltaik entfällt.
Auch das ist eine wichtige Weichenstellung. In der Nordsee gibt es weniger Bürgerinitiativen gegen die Windräder als vielleicht anderswo im Land. Aber der Strom muss durch Leitungen an Land geführt werden und kommt dann auch bei Bürgerinnen und Bürgern an, wo es Initiativen und zum Teil auch Ablehnung gibt. Wir wollen die Akzeptanz herstellen. Das Dritte ist, ich habe gesprochen von den Hausaufgaben. Wir haben identifiziert, dass die Genehmigungsverfahren immer länger werden. Und deshalb sind wir uns einig, dass wir jetzt gemeinsam Bund, Länder, Kommunen evaluieren wollen, woran das im Einzelfall liegt. Das ist nicht nur ein Grund, das sind mehrere Gründe. Und wir wollen von der Frage, wie viel Personal wird gebraucht, nicht nur bei den Genehmigungsbehörden, auch bei den Gerichten, über die Frage, kann man Dinge vereinfachen, gesetzlich, die notwendig sind. Das haben wir ja auch bei dem Thema Netzausbau gemacht und es hat funktioniert bis jetzt. Ich will das, weil es der Kollege Pinkwart und der Kollege Lies gesagt haben, wir haben jetzt eine Zeit von einem Jahr intensiver Zusammenarbeit beim Netzausbau. Und da waren auch viele skeptisch, aber wir haben uns verständigt, 16:0, wir haben das Gesetz geändert und wir haben jetzt, sehen wir, dass die ersten Erfolge auch eintrudeln. Wir hatten auch in Niedersachsen jetzt beim sogenannten Feinitiativ, wo wir vor einem Jahr gemeinsam standen, hat die Planungsbehörde eine ganz wichtige Entscheidung getroffen und es gibt viele Bereiche, wo es jetzt konkret vorangeht. Und das wollen wir hier auch erreichen. Das gilt für die Genehmigungsverfahren beim Thema Artenschutz und Naturschutz. Da geht es darum, dass wir vernünftige gemeinsame Leitfäden für die Anwendung erarbeiten. Vieles dauert sehr lang, weil eben in 16 Bundesländern die bestehenden gesetzlichen Regelungen, die für alle gleich sind, unterschiedlich ausgelegt werden und Gerichte und Behörden verunsichert sind. Und deshalb, da sind wir mit dem Bundesumweltministerium seit längerem schon im Gespräch, weil die das zuständige Haus sind. Ich kann auch für die jetzt nicht für Ortsräte und Mufti entscheiden, aber es haben alle Beteiligten gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Frau Staatssekretärin Schwarz-Hollier-Sutter, die hier in der ersten Reihe sitzt, nimmt das mit zurück zu Herrn Flassbart und wird es ihm schonend auch vermitteln. Ich glaube, dass wir auch da etwas erreichen können, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten. Wir sind uns darüber hinaus einig, dass wir beim Thema Flugsicherheit natürlich das hohe Niveau an Flugsicherheit aufrechterhalten wollen, aber dass wir durch vernünftige, sinnvolle Regelungen erreichen, dass mehr Flächen als bisher zur Verfügung stehen, die übrigens sehr oft auch dort sind, wo weniger Menschen wohnen und wo man Windkraftanlagen ohne Widerstand aus der Bevölkerung erreichen kann. Das sind die Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben und die werden wir Schritt für Schritt abarbeiten. Also ich bin ganz zuversichtlich, dass wir bis zur Energieministerkonferenz eine ganze Reihe der Punkte abarbeiten können, mindestens sozusagen im Entwurf, weil wir zwischendurch das Klimakabinett haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Klimakabinett tagt, ohne eine grundsätzliche Antwort darauf zu geben, wie wir die Klimaziele erreichen und damit auch eine Antwort darauf zu geben, wie wir die Erneuerbaren weiter ausbauen. Das heißt, die erste Forderung ist bis zum Herbst, die Deckeldiskussion muss beendet sein. Das heißt, Offshore muss auf mindestens 20 GW kommen bis 2030, der Photovoltaik-Deckel muss weg, 52 GW klingt so weit weg noch, aber wir blockieren damit den Ausbau von Photovoltaik und gleiches gilt für Onshore, da wünschen wir uns im Moment mehr Anträge, aber auch da muss klar sein, dass diese Deckeldiskussion nicht mehr kommt. Das kann relativ zügig auch im Rahmen des Klimakabinetts und der nachfolgenden Punkte, die dann diskutiert werden, entschieden werden. Wir haben keine Zeit mehr, also können einfach nicht mehr warten. Und deswegen die Punkte, die wir klären müssen auch vor Ort, ist, wollen wir Repowering an Standorten, die wir heute schon haben und sind wir dafür bereit, auch diesen Standort anders zu bewerten. Wenn wir ihn genauso genehmigungstechnisch betrachten wie einen neuen Standort, wird da nichts passieren. Also damit müssen wir umgehen. Wir brauchen das Thema der Regelung, wir haben es gerade gehört, zur Flugsicherung. Wir brauchen auch Regelungen zum Naturschutz. Wir werden uns fragen müssen, ob dem nicht, so wie es auch im Papier vorgesehen ist, gerade die Windenergie als überwiegendes Interesse auch festgehalten wird und wir im Bundesnaturschutzgesetz vereinfacht dann auch mit den dort vorhandenen Regelungen arbeiten können. Und was für mich ganz wichtig ist, wir müssen eine Antwort aus der AG Akzeptanz haben. Wollen wir eine wirtschaftliche Beteiligung der Kommunen, dann müssen wir das auch entscheiden, damit wir auch mehr Akzeptanz vor Ort bei den Kommunen bekommen. Ja, ich will nur noch, damit da keine falschen, also der Kollege hat das sehr engagiert vorgetragen und ich stehe auch hinter allem, was die Deckel angeht.
habe ich ja zum Thema Offshore gesagt, da kann man über einen moderaten, über eine moderate Anhebung selbstverständlich Konsens erzielen. Aber das betrifft Niedersachsen sowohl, was die Offshore-Windparks angeht, wie auch was die Leitungen angeht, die man dann durch Ostfriesland und das Emsland ziehen muss. Insofern ist auch da Akzeptanz von Bedeutung. Und was den Photovoltaikdeckel angeht, da hat uns natürlich damals auch geholfen, zusammen mit den Ausschreibungen die Preise und die Zuschlagspreise sehr stark zu senken, was dazu geführt hat, dass heute Photovoltaikanlagen gebaut werden, die EEG-Umlage nicht mehr belasten oder nicht mehr wesentlich belasten. Wir sind bei 4,5 Cent Zuschlagspreis im Durchschnitt und der Bundesumweltminister ist sehr der Auffassung, dass die Energiewende marktwirtschaftlich sein muss. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man bei Freiflächenanlagen, die in diesem Bereich zugeschlagen werden, dann eine Anrechnung auf den Deckel nicht mehr vornehmen muss. Der Herr im schwarzen Hemd in der zweiten Reihe, bitte Name und Medium nochmal, an wen sich die Frage richtet. Moll, ZDF, Frontal 21. Meine Frage richtet sich an Herrn Bundesminister Altmaier. Wir haben den klaren Einbruch bei den Onshore-Windanlagen. Genehmigungsverfahren dauern lange, Sie haben es angesprochen, Abstandsregelungen, Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung. Wie wollen Sie die Klimaschutzziele 2030 konkret erreichen? Ja, indem wir mit allen Beteiligten zusammenarbeiten. Wir haben es ja vorhin gesagt, die Genehmigungen finden in den Ländern statt. Für viele Fragen, die auf Bundesebene gelöst werden müssen, sind unterschiedliche Ressorts zuständig. Nicht nur das BMU, auch das Bundesverkehrsministerium. Und wir haben jetzt mit dieser Initiative, die ich bereits Anfang August angekündigt hatte, haben wir zum ersten Mal alle Beteiligten an einem Tisch. Und neben den konkreten Ergebnissen, die ich Ihnen genannt habe, hatten, glaube ich, auch meine Kollegen, die hier sitzen, genau wie ich den bestimmten Eindruck, dass wir den Willen haben, zu Konsenslösungen zu kommen, die dazu beitragen, dass wir diese Ziele erreichen. Das ist kein Hexenwerk. Es ist überhaupt kein Hexenwerk, sondern wir müssen nur den Menschen die Sorge nehmen, dass wir alles zupflastern. Das brauchen wir auch nicht. Es gibt Windräder, die an Standorten gebaut werden mit sehr alten, leistungsschwachen Anlagen, die sehr viel mehr Leistung bringen. Und dann ist es nur so, wenn das sehr nah an der Ortsbebauung ist, dann ist das für die Leute ein Problem, weil die viel höher sind. So, und über all diese Fragen reden wir im Augenblick. Und da hat der Bund eine gesetzgeberische Verantwortung und die wird er in den nächsten Wochen wahrnehmen. Dann gehen wir hier auf die andere Seite, der Herr in der dritten Reihe im blauen Hemd. Mikro kommt, bitte auch nochmal Name und Medium und an wen sich die Frage richtet. Ja, Wiedemann von Energate, zwei kurze Fragen. Einer an Sie, Herr Altmaier. Warum waren denn heute, wenn ich das richtig verstanden habe, waren Sie ja nicht da, die Vertreter der AG-Akzeptanz? Und eine Frage an beide Minister, sind Ihre Erwartungen jetzt an das Gipfeltreffen? Herr Untersteller hatte sich gestern ja sehr dazu geäußert, dass es keine Showveranstaltung werden sollte. Jetzt kann er darauf nicht mehr antworten, deswegen die Frage an Sie, sind Sie sozusagen mit dem Ergebnis zufrieden? Also, Sie haben gefragt, warum die Vertreter der Koalitionsfraktionen da waren. Ja, ganz. Bitte? Die waren noch nicht da. Doch, die waren da, natürlich. Ich hab großen Wert darauf gelegt, dass alle Beteiligten, soweit ich ihre Habhaft werden konnte, mit dabei waren. Und da ich ja für alle meine gesetzgeberischen Entscheidungen auch eine parlamentarische Unterstützung brauche, war Herr Westphal, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD, anwesend und es war Herr Linnemann anwesend, der stellvertretende CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende. Wir hatten übrigens insgesamt 6 Länderminister und Ländersenatoren, die da waren. Wir hatten ganz viele Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Wir hatten die Vertreter aller großen Unternehmen, die in der Windbranche tätig sind. Wir hatten die Vertreter der Gewerkschaften. Wir hatten aber auch 5 oder 6 Vertreter von Bürgerinitiativen. Das war ja alles sehr auch kontrovers diskutiert worden im Vorfeld. Die einen hatten Angst, dass sie nicht zu Wort kommen. Die anderen dachten, dass die Konferenz dann aus dem Ruder läuft. Das ist alles nicht geschehen. Wir haben die Beteiligten eingeladen. Sie konnten ihre Positionen dort äußern, haben alle sich gegenseitig zugehört. Und alle Beteiligten waren der Auffassung, dass diese Konferenz sinnvoll war. Und das gibt mir persönlich die Hoffnung, dass es uns wie beim Netzausbau, wie bei der Kohlekommission gelingen kann, einen Konsens herzustellen, der vielleicht bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen von allen Akteuren mitgetragen wird. Einen nationalen Konsens Energiewende und Windausbau. Ich will das für die Länder vielleicht nochmal sagen. Die Frage ist, ist unsere Erwartung erfüllt? Unsere Erwartung beschränkte sich dabei nicht auf dieses Treffen.
So, unsere Erwartung beschränkt sich darauf oder richtet sich darauf, dass wir Lösungen finden. Und dafür war das der Auftakt, so habe ich das verstanden, so hat das auch funktioniert. Alle sind zu Wort gekommen und jetzt müssen die, die in Verantwortung sind, etwas verändern können. Und das ist das, was wir, glaube ich, für uns auch vereinbart haben, sich genauso wie wir das beim Energienetzausbau gemacht haben, zusammensetzen, intensiv in den Gruppen die einzelnen Themen bearbeiten und dann wirklich, davon gehe ich aus, in naher Zeit, weil wir einfach keine Zeit mehr haben, auch wenn ich an die Kolleginnen und Kollegen denke, die ihren Arbeitsplatz verlieren, auch im Herbst, also Spätherbst dann zur Konferenz was vorlegen. Teilweise so, dass man es vielleicht schon entscheiden kann, teilweise zumindest in einem Zwischenstand. Vielleicht nochmal aus meiner Sicht, ich würde das unterstreichen. Ich bin auch nochmal Herrn Altmaier wirklich dankbar, dass es in der Breite eingeladen worden ist, weil das ist die Grundvoraussetzung, dass wir nachhaltig sein können. Wir können es nur mit den Menschen in diesem Land organisieren und wir müssen die großen Ziele auch mit allen diskutieren, eben auch Klimaschutz. Wir müssen die Interessen der Betroffenen, wir müssen die Natur- und Artenschutzinteressen auch eben zu Wort kommen lassen. Ich halte das für zentral. Das ist heute gelungen und es ist zugleich gelungen, dass wir auch Schnittmengen identifiziert haben. Hier wird keiner, das ist mein Eindruck, alles durchsetzen können, von dem er glaubt, dass es aus seiner Sicht jetzt wegweisend wäre, sondern man wird einen Konsens finden müssen, der unterm Strich hilft, dass wir die Ausbauziele onshore und offshore vernünftig erreicht bekommen. Zwar nicht nur beim Wind, sondern insgesamt bei den Erneuerbaren. Und da trägt der Wind halt eine zentrale Rolle dazu bei. Und ich hatte den Eindruck eigentlich bei allen, dass es auch die Bereitschaft dazu gibt. Sonst wären auch nicht alle gekommen, die da waren. Und ich habe die Diskussionsbeiträge auch als sehr konstruktiv empfunden. Das ist eine gute Grundlage, um zu einem tragfähigen Konsens zu kommen. Nur da wird sich jeder auch aus seiner Sicht natürlich ein Stück weit bewegen können und müssen und anerkennen müssen auch, dass wir einen Konsens in dieser Gesellschaft brauchen und nicht sagen können, Klimaschutz ist jetzt die Legitimation, um alles sozusagen nur auf eine Karte setzen zu können. Das wird genauso wenig funktionieren, als zu sagen, wir wollen gar nichts verändern, aber den Klimaschutz finden wir auch gut. Das geht eben auch nicht, sondern wir müssen auch beim Netzhaus, bei all den Themen sehen, dass wir zu einem gesamtgesellschaftlichen Konsens kommen. Sonst ist auch der Doppelausstieg aus Kernenergie und Kohle in keiner Weise verantwortbar. Vielen Dank. Wir müssen an dieser Stelle leider schließen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank an alle Beteiligten.